Sokrates fragt: Mein lieber Kallias, wenn deine Söhne Füllen oder Kälber wären, dann ließe sich gegen Lohn ein Wärter für sie finden. Es handelt sich aber um Menschen. Wen also gedenkst du ihnen zum Erzieher zu geben? Der Ehrengäste, voran der Vertreter von Land, Stadt, Kultusverwaltung, Schulaufsicht, Bezirksregierung, Schulausschuss, der Vertreter der Verwaltungsbeiräte und der Elternschaft, Presse, Industrie- und Handelskammer, Sparkasse, Gewerkschaften, sowie der verschiedenen Referate der Stadt, insbesondere des Hochbaureferats, das die Grundstücksverhandlungen geführt hat, und der anderen Referate, überbringt der Stadtschulrat die Grüße der Stadt und schließt alle Anwesenden, die nicht aufgeführt sind, in den Dank ein. Der Direktor der Schule dankt den Erschienenen, voran den Vertretern von Land, Stadt, den erschienenen Eltern, der Schulaufsicht, den Lehrern, der Presse sowie dem Vertreter der Industrie- und Handelskammer. Die Direktorin der Nachbarschule überbringt Grüße. Ein Vertreter der Schülermitverwaltung dankt der Lehrerschaft, dem Schulleiter, der Stadt und der Unterrichtsverwaltung sowie der Bezirksregierung. Der Vertreter der Bezirksregierung dankt für die Verbauung von 11 Millionen D-Mark. Sie ist unter Schwierigkeiten erfolgt. Festansprache weist der Vertreter des Landes darauf hin, dass unter Zurückstellung anderer vordringlicher Vorhaben 11 Millionen D-Mark in einem Objekt verbaut worden sind. Er betont, dass sich die Lage der Schulen im Lauf der letzten Zeit gebessert hat. Auch der Schülerzustrom scheint zur Ruhe gekommen. Jetzt besitzt das Land einen Kranz repräsentativer Schulgebäude. Möge auch in diesem Haus lebendige Schule herrschen. Die Feier ist um 12.30 Uhr beendet. Menschen brauchen Lehrer. Sokrates wurde vergiftet. Die Lehrer Roms waren Sklaven. Peter Abelard wurde kastriert. Giordano Bruno hat man verbrannt. Liebt die Gesellschaft ihre Lehrer? Unser Bildungswesen heute erhielt seine Form im frühen 19. Jahrhundert. Einen Augenblick lang glaubte die Welt an Bildung. Sehr rasch verstanden die Regierungen, dass allzu verbreitete Bildung staatsgefährdend sein kann.
Regierungen waren an einer allgemeinen Erziehung der ganzen Nation uninteressiert. Damit begann die traurige Geschichte des Lehrers im 19. Jahrhundert. In dem vom Staat durchlebten Anstaltskörper Schule befand sich der pädagogische Idealismus auf Sparflamme. Der Lehrer war schlecht bezahlt, seit den Stielschen Regulativen unfrei. Die Schule schlecht ausgestattet, keine angemessene Lehrerbildung. Seit 1845 konnten preußische Unteroffiziere nach 12-jähriger Dienstzeit mit einem 4-Monatskurs die Lehrerlaufbahn einschlagen. Die Bildung war ständisch, geteilt in die Bildung der Oberschicht und schlechte Massenbildung. Entsprechend waren abgeteilt Oberlehrer und Volksschullehrer. Eine Gesellschaft, die Bildung eigentlich nicht will, schafft ein Zerrbild des Lehrers. Staatsmänner, Polizeipräsidenten, Universitätsprofessoren, Lehrer aus dem Simplicissimus, Ballettaufführung Proletariat mit Volksschullehrer. Der Lehrer. Da der Lehrer in der Zeit vor Hitler nicht frei war, ist er nach 1933 teilweise der autoritären Führung verfallen. Jetzt verwechselte ein Teil der Lehrer den Idealismus der Erziehung mit dem Idealismus der neuen Bewegung. Ein anderer Teil glaubte als Staatsbeamter keinen Widerstand leisten zu dürfen. Die heute 30-Jährigen gingen damals in die Schule. Sie haben den Lehrer auf verlorenem Posten gesehen. Adolf Reichwein, geboren 1899, gehörte der Jugendbewegung an. Zurückkehrend aus dem Ersten Weltkrieg studierte er Geschichte. Nach dem Doktorexamen übernahm er die Volkshochschule Jena. Er unternahm Reisen nach Alaska, Japan, China, Mexiko. Er schrieb Bücher. 1928 wurde Reichwein hoher preußischer Ministerialbeamter, 1930 Professor. 1933 übernahm er die einklassige Dorfschule in dem kleinen Dorf Tiefensee in der Mark Brandenburg. Reichwein schuf hier unter primitivsten Verhältnissen mitten im Dritten Reich ein pädagogisches Modell, ein Beispiel für erzieherische Freiheit und Lebendigkeit. Sein Buch Schaffendes Schulvolk handelt davon. Im Oktober 1944 wurde Reichwein von Freisler gehängt. Dr. Friedrich Rühls Leidenschaft galt im Erzieherberuf. Er glaubte inständig an die Lernfähigkeit von Kindern, an ihren guten Willen, an die Macht der Bildung. Sehr rasch nach einem zweiten Staatsexamen im Herbst 1944 wurde Assessor Rühl nach Klopau in Westpreu gesetzt. Er kam gerade zurecht, um eine Gruppe wehr- und schanztauglicher Schüler auszusieben und an die Front in Marsch zu setzen. Die Russen waren schon in der Nähe. Beim Schanzeinsatz überrascht starben 12 Schüler. Die übrig gebliebenen versuchten bei Wiltroschlengsby einen russischen Tank abzuwehren. 4 Schüler überlebten. Rühl versuchte alles, wenigstens diese Schüler auf Reichsgebiet zurückzuschaffen. Im Gefolge einer motorisierten Kolonne erreichte der Pädagoge mit 2 Schülern Berlin und meldete sich im Reichs- und Preußischen Kultusministerium. Die Schüler wurden in ein Schülersammellager abgegeben. Nach dem Kriege scheute Rühl vor einer Wiederaufnahme des Lehrerberufs zurück. Margret M. war als Studentin Anhängerin der sogenannten entschiedenen Schulreform. Das Dritte Reich war für sie Wartezeit. 1945 befand sie sich im russisch besetzten Teil Deutschlands. Sie glaubte, unter Parteiherrschaft nicht Lehrerin sein zu können und studierte Kirchenmusik. 1954 hielt sie es nicht mehr aus und übernahm eine pädagogische Tätigkeit. 1956 besuchte sie einen Kongress in Westdeutschland. Sie hätte hier eine Planstelle als Studienrätin haben können, sie zögerte, ging zurück in die Zone. 1962 wurde sie wegen pädagogischer Eigenwilligkeit aus dem Lehramt entlassen. Sie vertritt heute Kantoren in kleinen Orten der Zone. Einen Ausweg gibt es nicht.